Am Dienstag nach den Inflationsdaten der Abverkauf, gestern dann wieder die Rallye. Warum, wieso, weshalb? Dazu gleich ein paar Anmerkungen. Aber derzeit aktuell kursiert an der Wall Street jetzt ein Chartvergleich zwischen aktueller Lage, zwischen dem Kursverlauf des S&P 500 zwischen 2023 und 2024 und dem, was vor dem Crash 1929 passiert ist. Was war 1929? Nun, das war ein Crash, der vorwiegend aufgrund dieser massiven Euphorie passierte. Die Leute waren massiv verschuldet, haben auf Kredit gehandelt. Irgendwann fehlten dann die Käufer und die ganze Geschichte kippte. Dadurch ein Dominoeffekt, der sich gewaschen hatte. Heute haben wir eine andere Situation. Die Leute handeln weniger auf Kredit, aber wir haben eine KI-Blase, die sich auch gewaschen hat. Also die Vorstellung, es gibt unbegrenztes Wachstum durch diese künstliche Intelligenz. Dadurch ist man bereit, Mondpreise zu zahlen für Aktien wie etwa ARM oder auch Nvidia oder Supermicrocomputer, wie sie alle heißen. Das ist eine Parallele, während gleichzeitig die allgemeine Marktbreite weiter schwach ist, auch wenn wir gestern da etwas anderes mal wieder gesehen haben oder eine Verbesserung der Marktbreite, aber übergeordnet bleibt das Bild nach wie vor sehr schwach. Und wir haben die Tatsache, dass die Zinsen wohl nicht so schnell sinken können. Und wie soll die Fed die Zinsen senken in eine solche Euphorie hinein? Das geht wohl schlecht, also dürfte das Geld weiter teuer bleiben. Offenkundig ist noch zu viel Liquidität in dem System, sonst würde diese KI-Euphorie ja nicht zu solchen massiven Kurserscheinungen führen, könnte man sagen. Wir wollen uns das aktuelle Bild mal anschauen. Das ist dieser Chart, den ich vorhin angesprochen hatte, wird auf Twitter sehr viel rumgereicht. Ob aussagekräftig für Zukünftiges ist natürlich dahingestellt, weiß man nicht. Aber es ist eine 94-prozentige Übereinstimmung dieses Kursverlaufes. Dann wurde es unangenehm. Jetzt haben wir ja am Mittwoch die Nvidia-Zahlen und da ist zumindest eine Belastungsprobe für diese KI-Euphorie. Aber Nvidia wird sicherlich durch Financial Engineering es schaffen, seine Zahlen wieder so hinzubiegen. Man hat übrigens jetzt das erste Mal ein 13F-Filing gemacht, nämlich Nvidia. Und das zeigt, dass man ARM-Aktien praktisch besitzt und zwar sehr wesentlich ARM-Aktien, also dieser britische Chip-Hersteller. However, wir sehen hier eine Schlagzeile bei Market Watch: S&P has room to rally before Fed rate cut. Und hier sehen wir den Rückgang des VIX, aber gleichzeitig praktisch kaum eine Veränderung, was die Zinssenkungserwartungen betrifft für März, Mai und Juni. Und so klafft diese Lücke zwischen Zinsen und dem S&P 500 weiter sehr weit auseinander. Und das hat natürlich etwas miteinander zu tun. Wir sehen ja in den letzten Jahren, kann man sagen, war da immer ein relativ enger Zusammenhang. Der hat sich jetzt gelöst und so muss man, glaube ich, Marko Kolanovic recht geben, der sagt, ja, die Märkte sind für Perfektion bepreist. Mit schwachem Breadth, also mit schwacher Marktbreite, sehr hoher Marktpositionierung von Investoren, sehr teuren Bewertungen, gilt nicht für alle Aktien, aber für eben die relevanten Aktien gilt das. Und die Fed, die nicht mehr so dovish ist und einer unterschätzten Inflation und geopolitischen Risiken, gut, das geopolitische Risiken gibt es immer, aber unterschätzte Inflation ist vielleicht da ein wichtiges Thema und eben diese brodelnde Situation bei Gewerbeimmobilien, heute Morgen jetzt Pfandbriefbank und Arealbank von Ratingagenturen runtergestuft. Also wir sehen, da passiert was und dass die Märkte sich gestern erholt haben, liegt auch natürlich an der guten Janet Yellen, der Finanzministerin, die gesagt hat, ah Mensch, ihr sollt doch nicht überreagieren auf einmalige Daten hier von der Inflationsseite. Es wäre ein tremendous mistake, an diese kleinen Fluktuationen sich hier zu fokussieren, also ein enormer Fehler. Aha, Janet Yellen versucht natürlich hier Beruhigung reinzukriegen, denn sie braucht niedrige Kapitalmarktzinsen, weil sonst die Schuldenlast nicht mehr tragbar ist, wie Sven Hendrik hier zeigt. Also über eine Billion müssen die Amerikaner ja schon pro Jahr zahlen, um überhaupt diese Verschuldung zu finanzieren. Also versucht sie, die Dinge runterzureden. Dann hatten wir gestern noch UK-Inflation, die war niedriger als erwartet, haben die Märkte gesagt, ja siehst du, war vielleicht doch ein Ausrutscher, diese einmalige Inflationszahl. Super, lass uns wieder steigen. Und es hat auch technische Gründe, hier sehen wir mal Advanced, die Kleinlinie.
mit dem schlechtesten Wert seit Juni 2022, also kurzfristig, im kurzfristigen Zeitfenster, doch ziemlich ausgebombt. Und wir haben diese Trendkanallinie gehalten beim S&P 500 und steigen von dort aus an wieder. Jetzt allerdings kommen wir mit einem VIX, übrigens gestern fast 10% gefallen, nachdem er, glaube ich, 18% oder so zugelegt hatte am Dienstag. Jetzt aber kommen wir zur saisonal zumindest in die schlechteste Zwei-Wochen-Periode diesen Jahres. Und das gilt besonders für einen Sitting President Running. Also wenn der derzeitige Präsident als Kandidat wieder antritt, dann sehen wir, ist normal, das ist diese grüne Linie, dann sehen wir, das ist normal, fängt dann sehr bullisch an. Jetzt waren wir in diesem Jahr noch bullischer, gell? Es wird immer besser, höher, schneller. Und ein Faktor eben auch, weil morgen der kleine Verfall ist, sind so ein paar Spielchen. Hier sehen wir UBS, die sagen hier Put Selling in E-Minis. Also da wurden eben S&P Future Kontrakte beziehungsweise auf den S&P 500 wurden Puts verkauft. Das heißt, faktisch sind das Long-Positionen, könnte man sagen, im Optionsbereich. Und das führt dazu, dass die Market Maker eben oder die Dealer, wie das in den USA heißt, ein enorm hohes Gamma auf der Long-Seite haben. Das heißt, die sind abgehedged, abgesichert, müssen sich absichern, weil praktisch ja der Kunde gegen sie wettet. Dementsprechend werden diese Optionen oder wird ein Großteil dieser Optionen verfallen morgen. Das wird interessant und hier vor allem sehr viel Interesse in dieser 5000er Zone, sowohl was Put Gamma als auch Call Gamma betrifft. Also das wird wahrscheinlich ein ziemlich heftiger Kampf um diese 5000er Marke werden. Stimmung ist bullisch in dieser jetzt beginnenden saisonal eher schwachen Periode. Am Montag ja übrigens President's Day, kein Handel in den USA. Wir sehen die US-Privatanleger etwas weniger euphorisch, aber immer noch euphorisch mit 42,2% Bullen. Die Bären haben etwas zugelegt. Nach wie vor sehen wir, auch wenn es gestern da eine etwa kleine Verbesserung gab, nach wie vor schwacher Breath. Hier sehen wir mal nur 55% der Aktien jetzt nach der gestrigen Rallye über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Das ist nicht so fürchterlich viel, aber es reichte mit die KI-Euphorie, das zu übertünchen. Hier sehen wir rechts mal, viertes Quartal ist wieder die Erwähnung von KI in den Earnings Calls der US-Unternehmen deutlich nach oben gegangen. Neues Allzeithoch gestern. Dann übrigens Cisco hat die Prognose gesenkt und sagt, wir werden 5% unserer Mitarbeiter entlassen. Das zeigt jetzt, wie stark hier vor allem im Tech-Bereich jetzt die Entlassungen waren. Von Twitch über Hasbro, Spotify, wie sie alle heißen, eBay, Snap, UPS und so weiter und so fort. Also da sehen wir, dass hier im Grunde unter der Oberfläche schon sehr, sehr viel passiert. KI übertüncht das ein bisschen. Irgendwer muss die Produkte kaufen, wenn die Leute keinen Job mehr haben. Dann nützt die beste KI nichts. Aber jetzt nach wie vor eben große Euphorie. TSMC, dieser thailändische Mega-Chip-Hersteller, praktisch der führende Erbauer dieser Chips. Nvidia baut ja keine, sondern designt sie, nur gibt es dann einen Auftrag. Und hier neues Allzeithoch wurde abgegradet, etwa von Morgan Stanley. Hier sehen wir mal übrigens die Revenues, also die Umsätze von TSMC war 2023 rückläufig, trotz KI-Euphorie, seltsam. Aber man hat gesagt, wir erwarten 2024 dann wieder Wachstum. Die Frage ist ja vor den Nvidia-Zahlen, wie stark werden die Chinesen noch bestellen? Jetzt ist es ja so, dass Nvidia ja praktisch nur die Klasse B-Chips nach China verkaufen darf. Und da sagen ja aber die Chinesen, naja, das können wir selber auch inzwischen oder solche Chips kriegen wir auch woanders. Deswegen wird das sehr wichtig sein, vor allem, ob es da nochmal Panik seitens der Chinesen gibt, bevor vielleicht Trump Präsident wird und dann gar nichts mehr geht. Aber hier nochmal in Sachen KI-Euphorie. Gestern Super Microcomputer mit einem RSI über 95, das spricht für eine extrem rigide Geldpolitik. Krass eigentlich, dann sehen wir, dass Alphabet gestern nachbörslich gefallen ist, weil OpenAI ein neues Web-Search-Produkt kreiert. Das hat dann gleich zur Sorge geführt, dass das Konkurrenz von Google werden kann. Druckenmiller übrigens, jetzt kamen diese 13F-Filings, also man weiß jetzt, was institutionelle Player
praktisch gekauft oder verkauft hatten im vierten Quartal des letzten Jahres. Druckenmiller hat Alphabet, Amazon und Broadcom verkauft, behält allerdings Nvidia, aber ist reingegangen in Barrick Gold und Newmont Mining. Berkshire Hathaway hat übrigens, also Buffett hat seine Apple-Position etwas reduziert, die aber nach wie vor immer noch extrem überproportional ist und Apple ja jetzt in letzter Zeit nicht mehr so gut gelaufen. Heute haben wir Konjunkturdaten. New York Empire, Philly Fed, aber vor allem dann die US-Einzelhandelsumsätze, das wird sehr, sehr wichtig. Wie ist es also jetzt um die Konjunktur bestellt, nachdem wir starke Arbeitsmarktdaten, starke ISM-Daten gesehen haben? Die Bank of America sagt, die dürften relativ schwach ausfallen. Prognose ist minus 0,2, Bank of America erwartet minus 0,6. Das würde bedeuten, dass wahrscheinlich die Renditen fallen. Das könnte den Aktienmärkten dann nochmal Auftrieb geben, wenn es denn so kommt. Und jetzt mal ein Blick nach Japan. Hier haben wir heute Nacht erfahren, dass Japan überraschenderweise jetzt komplett in einer Rezession ist. Das BIP ist auch im vierten Quartal geschrumpft, nachdem es bereits im dritten Quartal geschrumpft war. Zwei Quartale in Folge ist dann Rezession. Und das trotz einer extrem ultralaxen Geldpolitik. Aha. Interessanterweise, aber das führt dazu, dass der Nikkei praktisch fast auf Allzeithoch ist, während eben die japanische Wirtschaft in einer Rezession ist. Das ist auch eine Form des Wahnsinns, den wir hier sehen. Und hier sehen wir, warum die japanische Wirtschaft praktisch in einer Rezession ist, weil eben weak domestic demand der Fall ist, also schwache inländische Nachfrage. Und wo soll die Nachfrage herkommen, wenn die Japaner immer weniger werden? Und das ist der Fall mit einer sehr schwachen Geburtenrate und einer Alterung der Bevölkerung. Ähnliches übrigens in China, wo jetzt die Geburten praktisch bei der Marke von 1 sind. Das heißt, die Bevölkerung wird sich von Generation zu Generation halbieren. Und das ist ein Riesenthema. Wir haben steigende Aktienmärkte, aber schwindende Bevölkerung. Und hier in Europa sehen wir im Prinzip Nullwachstum. Das ist praktisch, das wollte ich noch zeigen übrigens, das ist mir gerade eingefallen jetzt hier. Plump, hier schauen wir mal, wir sind zwar in der Rezession in Japan mit minus 0,1%, aber Bruttoinlandsprodukt, der Preisindex, also der BIP-Deflator, plus 3,8%. Das nennt man dann Stagflation. However, wo waren wir stehen geblieben? Bei Europa, und wir sehen, da passiert eigentlich null Wachstum. Stagnation, Deutschland schrumpft, aber es ist naja, ein Symptom auch dafür, dass wir keine Technologiegiganten haben, die unsere Bewertungen ein bisschen nach oben bringen. Failed Energy Policy, wie Jeroen Blokland hier sagt, der Däne failed Climate Policy, extreme Bürokratie und so weiter und so fort. Wir sind also in den letzten fünf Quartalen nicht gewachsen. Das ist das große Problem. Wird das ein Riesenproblem mit Pfandbrief, Bank und Areal oder ist das die Spitze des Eisbergs, genauer gesagt? Wer dazu mehr wissen will, warum die abgestuft wurden im Rahmen dieser US-Gewerbeimmobilienkrise, hier erste Empfehlung und die zweite Empfehlung. Michael Burry erhöht seine Wette auf zwei taumelnde China-Aktien. Man hat das Gefühl, jetzt geht wieder Geld nach China in die Aktienmärkte, weil die Bewertungen natürlich extrem billig sind. Was billig ist, kann noch billiger werden, aber im Vergleich zu den West-Tech-Werten sind das absolute Schnäppchen. Aber wie gesagt, China hat eben auch seine großen Themen, vor allem eine sozialistische Wirtschaftspolitik, die jetzt ihre Früchte negativ trägt. Also diese beiden Empfehlungen und schauen Sie mal rein, 14:30 zu den US-Daten, das könnte spannend werden. Servus, ciao.